Gib mir einen Gute-Nacht-Kuss. Es wird mein letzter Kuss als Single sein. Das ultimative Single-Girl Carrie Bradshaw wird im kommenden Herbst John James Preston heiraten. Kaufen wir dir einen Diamanten? Nein, schenk mir bloß einen wirklich riesigen Schrank. Nach Jahren des Lebens in der Großstadt glaubte ich, dass ein märchenhaftes Happy End für meine Freundin und mich das Ende unserer Geschichte wäre. Hallo? Willkommen zu Hause, Baby. Dass sie Big heiraten würde, war mir schon immer klar. Auch nachdem sie das zweite Mal Schluss gemacht hatten? Und ob? Auch noch nach dem 15. Aha. Schluss gemacht haben wir reichlich. Aber das wahre Leben... 200 Leute? Ich dachte, du willst... Ich will dich, das ist es, was ich will. Sorgt immer für Überraschungen. Wir haben ein Problem. I got the call today. I didn't wanna hear. Ich kann nicht fassen, dass ich in New York rumlief und dachte, endlich kriege ich mein Happy End. Und dass die Hochzeit mir darüber wichtiger wurde als Big. Waren Sie schon mal persönliche Assistentin? Nein. Warum sind Sie in New York? Um mich zu verlieben. Es war nur einmal. Es hat nichts zu bedeuten. Ich bin schwanger. Du lieber Gott, wow! Du kennst mich. Ich glaube eigentlich nicht an die Ehe. Aber Botox, darauf hingegen ist jedes Mal Verlass. Ich fasse es nicht, dass du dich überhaupt verkleidest. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für Frauen, böse Hexe oder Sexkätzchen. Oh, das kannst du verdammt laut sagen, Schwester. Herrgott, Schätzchen, schon mal was von Wachs gehört? Wenn du verheiratet bist, setzt du ganz andere Prioritäten. Sie ist verheiratet und ihr wächst auch kein tropischer Regenwald. Das Leben richtet sich nicht immer nach deinen Träumen. Deswegen brauchst du echte Freundschaften, um alles durchzustehen. Und Aschenputtel und der Prinz lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Weißt du, ganz so passiert das nicht immer im richtigen Leben. Ich denke, das solltest du jetzt schon wissen.